Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinen kürzlich gelesenen Büchern. Ja, und ich habe euch richtig schöne Bücher mitgebracht. Ich hatte wirklich Glück diesmal. Ich habe zwei historische Romane für euch. Der eine dreht sich um die Frau von Goethe, also Christiane Vulpius. Das andere geht um den Feinkostladen Dallmayr. Ich weiß, man denkt bei Dallmayr sofort Kaffee, aber da steckt noch ganz viel mehr dahinter. Und wie war das so in den Anfängen? Wie bekam man seine Waren, diese exotischen Sachen, die ja Dallmayr ja auch groß gemacht haben? War sehr interessant. Dann habe ich ein Vampirbuch für euch, das Buch der Vampire. Ja, da wird es spannend. Da geht es auch, ich glaube, es ist die Regency, also auch noch mal wieder mit dem Fahrstuhl in die Vergangenheit. Dann haben wir ein ganz, ganz leckeres Kinderbuch. Da geht es um Unsterblichkeit, Schokolade. Ja, wer hätte die nicht gerne von uns, wenn man dabei auch noch knackig und jung bleibt und nicht irgendwann wie Methusalexien aussieht von Asterix und Obelix. Ja, und als letztes habe ich noch einen Weihnachtskrimi für euch. Ja, jetzt sagt nicht, das wäre nicht ein großartiges Paket an Büchern. Aber bevor ich jetzt richtig loslege, blende ich euch noch mal ganz kurz den Disclaimer ein, dann könnt ihr alles noch mal lesen, was mit der Sache Transparenz zu tun hat, mit der Dauerwerbesendung und auch mit den Links. Alles könnt ihr da nachlesen. Einmal kurz auf Stopp, dann habt ihr das im Standbild. Frau von Goethe, ja, Frau von Goethe, wer war denn das? Wer war die Frau des großen Dichters, Denkers, mit dem wir uns alle gerne noch im Ausland auch schmücken, der Stolz von Weimar und überhaupt? Wer war? Christiane Vulpius, so könnte ich es auch sagen. Ja, das Buch beginnt kurz bevor sich die beiden kennenlernen. Und Christiane Vulpius arbeitet in einer Manufaktur. Sie fertigt Seidenblumen. Sie muss ihre kleine Schwester durchbringen und ihre Tante. Und sie sponsert auch noch ein bisschen ihren Bruder, der Jura studiert, aber eigentlich auch gerne ein Schreiberling wäre. Also nicht ein Schreiberling auf dem Amt, sondern wirklich ein Autor werden möchte. Ja, und sie hat halt von ihrem Bruder den Auftrag bekommen, sie soll dem Herrn von Goethe doch bitteschön einen Brief übergeben, einen Bittbrief, wo er halt um ein bisschen Geld vielleicht auch und vor allen Dingen um eine Stellung oder eine Empfehlung halt bittet. Ja, und die beiden treffen sich und Christiane Vulpius war so anders als die Frauen, die der gute Goethe so kannte. Sie war nicht so kühl wie das Fräulein von Stein, sie oder Frau von Stein. Sie war halt ein bisschen rassiger, sie war ein bisschen runder vielleicht auch und sie sah auch ein bisschen aus wie eine Italienerin. Und wir wissen ja, dass Goethe Italien über alles liebte. Ich muss sagen, Christiane Vulpius finde ich super interessant. Sie war eine großartige Frau, die hohe Risiken eingegangen ist, um mit dem Herrn Geheimrat in wilder Ehe zusammenzuleben. Denn schließlich gab es damals noch hohe Strafen dafür, wenn es außereheliche Bettgeschichten gab. Natürlich nicht für die Männer, sondern ganz klar für die Frauen. Darauf konnte im schlimmsten Fall Pranger stehen und kahlgeschoren werden, angespuckt zu werden, solche Sachen. Ja. Aber sie hat das alles für Goethe auf sich genommen. Und der gute Herr Goethe hat es sich halt sehr einfach gemacht. Er hat gesagt, er hält nicht viel von der Kirche oder den kirchlichen Segen. Er wollte in wilder Ehe mit ihr zusammenleben. Und er hat das auch durchgezogen. Für sie war das natürlich immens schwierig. Alleine wenn dem guten Goethe was passiert wäre, hätte sie da ganz alleine gestanden. Sie hat ihm mehrere Kinder geboren. Ja, die meisten oder bis auf eins sind sie halt sehr früh gestorben. Niemand wusste warum. Sie war tapfer, sie war auch
total cool und tough, so würde man das heute sagen. Sie ist auf Reisen gegangen mit zwei Revolvern oder Pistolen und sie hat auch Schießunterricht genommen, damit sie sich eben auch verteidigen konnte. Das hat sich dann auch wirklich bewährt. Nicht umsonst konnte sie ja auch ihren Goethe aus einer sehr heiklen Situation retten. Sie hat ihn gepflegt, sie war eine tolle Frau, sie hat, glaube ich, auch nie ihre Fröhlichkeit verloren, sie hat sich einfach nicht unterkriegen lassen, obwohl man sie scheel angeguckt hat, man ihr im Theater die Plätze streitig machen wollte, man ihr vor die Füße gespuckt hat, hat sie halt zu ihrem Goethe gehalten. Und der war auch nicht immer einfach, das könnt ihr euch sicherlich denken. Aber Goethe hatte auch seine guten Seiten, so hat er immer auch gesehen, dass er seine Lieben irgendwie durchgezogen hat, wie zum Beispiel noch die Tante und die kleine Schwester von Christiane Vulpius. Mir hat das Buch super gut gefallen und ich denke, es ist vielleicht sinnvoll, wenn auch ein bisschen von dem großen Scheinwerfer, der auf unserem Goethe halt ausgerichtet ist, auch auf seine Frau fallen würde, denn sie war wirklich eine sehr tapfere, sehr, sehr starke Frau und davon erzählt dieses Buch. Es beginnt, wie gesagt, kurz vor dem Kennenlernen der beiden und endet dann kurz nachdem die beiden verheiratet waren. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen. Ich habe das Buch wirklich durchgesuchtet. Ich fand es total interessant. Ja, irgendwie war ich dabei in Weimar und das hat mir gut gefallen. Nicht immer, zum Beispiel bei solchen Szenen, wenn mal wieder gerade ein Bett unter den beiden zusammengekracht ist, hat man davon als Leser weniger was mitbekommen, außer dass mal wieder der Tischler kommen musste, um das Bett mal wieder zu richten. Ihre Weinrechnungen waren legendär, ein sehr interessantes Paar, wie ich finde, sehr unterschiedlich auch, aber Christiane Vulpius war nicht dumm und ich glaube, das ist auch etwas, was man wirklich mal so hinstellen sollte. Sie wird ja auch gerne irgendwie so als Anhängsel halt benutzt oder betitelt, aber letztendlich hat sie ihm halt auch den Rücken in vielen Dingen freigehalten. Ja, Christiane Vulpius, eine absolut spannende Frau und ein Bio-Roman, den ich euch absolut empfehlen kann. Ja, und Frau von Goethe war ein Rezensionsexemplar, das habe ich als E-Book zur Verfügung gestellt bekommen. Was wollte ich noch sagen? Ja, wir kommen jetzt zu ähnlichen Büchern, die sich natürlich auch alle um Goethe ranken. Und das erste Buch, das ich hier habe, ist Goethe, die ganze Wahrheit aus Mephistos Tagebüchern von Christian Moser. Das ist ein bisschen amüsant. Vor allen Dingen lässt es auch nicht die delikaten Geschichten so aus. Es sind immer recht nette Zeichnungen halt dabei. Hier war gerade... Na, wo war es denn? Schaut mal, seht ihr? Ihr habt ja also dann noch so nette Zeichnungen. Ja, zum Beispiel die. Ja, also wenn ihr euch mal mit Goethe halt auseinandersetzen möchtet und das soll nicht so staubtrocken sein und nicht bis ins letzte Detail gehen, kann ich euch die wirklich empfehlen von Christian Moser, wie gesagt, weil sie sind unterhaltsam und man weiß dann schon eine ganze Ecke mehr. Das andere Buch ist Und trotzdem bin ich glücklich von Monika Keuten, Christiane Vulpius aus der Reihe Rebellische Frauen. Ja, und da wird Christiane Vulpius halt auch nochmal vorgestellt. Das habe ich mal vor Jahren schon gelesen. Und da war ich schon total von ihr angetan, weil ich sie wirklich sehr mutig fand. Und sie hat auch tolle Anekdoten beigesteuert zu dem Leben von dem guten Goethe. Ein ganz anderes Buch ist Goethe und des Pudels Kern von Andreas Fenske und das ist aus der Arena Bibliothek des Wissens. Und ich muss sagen, dass ich die absolut gut finde, diese Bücher. Sie sind halt für Kinder oder Jugendliche gemacht. Ah, hier haben wir zum Beispiel den Künstler und Naturforscher. Und ihr habt hier Zeittafeln, ja, naja. Da ist er ein bisschen Nackerl mit Schiller wahrscheinlich am Schwimmen. Könnte gut sein, dass es Schiller ist. Sein Treffen mit den Franzosen und ihr habt hier halt, wie ihr seht, hier so Zeittafeln, damit ihr das alles auch gut so auf einen Blick habt. Und die Bücher sind sehr, sehr gut geschrieben, gerade die von Andreas Fenske aus dieser Reihe.
auch eine schöne Sache, sich Goethe mal zu nähern. Ich finde, man kommt manchmal über diese Kinderbiografien schon sehr weit und vor allen Dingen, man hat schon mal ein gutes Grundwissen. Nur, wie gesagt, bei dieser habt ihr noch die kleinen Delikatessen dabei und die hier ist ein bisschen, ja, geht halt nicht so in die Details, die man gerne hinter verschlossener Tür macht. Meistens jedenfalls. Okay, gut, das wäre dann alles zum Thema Goethe von mir. Und jetzt wird's gruselig, ein wenig. Und zwar das Buch der Vampire von Colleen Gleason, Bleicher Morgen, das ist der Auftakt zu einer Reihe. Ich muss sagen, ich war mir am Anfang gar nicht so super sicher, ob mir das gefallen könnte oder nicht. Ich hatte das halt, weil Vampir auch draufsteht. Aber ich muss sagen, dass ich es jetzt wirklich sehr genossen habe, weil ihr halt auch Wendungen da drin habt, die man vielleicht so nicht wirklich vermuten würde. Worum geht's eigentlich? Es geht halt um die gute Lady Victoria Gardella Grantworth. Sie soll halt gerade debütieren in der Londoner Gesellschaft. Ist da schon auch ein bisschen aufgeregt und es gibt ja auch ganz interessante Männer darunter. Aber sie hat Träume. Ich glaube, 5 Nächte lang träumt sie etwas Bestimmtes und das ist das Zeichen für ihre Tante, dass sie zu den Vampirjägern gehört. Ja, und das ist jetzt natürlich ein Konflikt, in dem sie steckt. Auf der einen Seite trainiert sie jetzt, dass sie richtig fit wird, also Kampfsport, und sie lernt halt, ja, sich gegen Vampire durchzusetzen. Auf der anderen Seite ist sie auf den Abendgesellschaften. Wo soll denn Frau da wohl bitte einen Flock verstecken, damit man auch mal gerade so kurzerhand den einen oder anderen noch retten kann und den Vampirbestand ein bisschen verringert? Ja, und da wird sie wirklich sehr findig. Das fand ich sehr interessant und spaßig. Also, das hat mir wirklich super gut gefallen, mit ihrer. Ja, mit ihrer Zofe, was sie ausgeheckt haben, um immer bestens gerüstet zu sein. Es gibt auch verschiedene Männer in ihrem Leben. Also da ist dann einmal dieser tolle Lord, den sie richtig klasse findet. Und dann wird sie konfrontiert mit Max. Max ist auch ein Vampirjäger, der auch mit ihrer Tante zusammenarbeitet. Es ist ja so ein Geheimbund natürlich wieder mal. Und dann gibt es noch jemanden, der einen Papp hat. Aber der ist eigentlich mehr so eine zwielichtige Gestalt. Also der ist nicht, zwar sehr attraktiv, aber im Grunde genommen hat sie hauptsächlich mit Max halt zu tun, der ihr immer wieder deutlich zu verstehen gibt, dass sie es nicht wirklich drauf hat. Naja, vielleicht kann sie ihn ja noch mal überraschen. Es ist düster auf der einen Seite, auf der anderen ist es halt auch ein wenig amüsant. Es ist spannend auf alle Fälle und es ist überraschend. Und das ist für mich ein gutes Zeichen, um zu sagen, davon will ich mehr. Und ich habe mir jetzt auch schon mehr geordert, damit ich in der Reihe auch weiterkomme. Ja, das Buch der Vampire für alle, die Nackenbeißer mögen, Spannung und dazu noch die Regency. War das, glaube ich, ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es viktorianisch oder Regency war. Ihr habt halt noch diese Atmosphäre mit Kutschen und Ballkleidern und Ballsälen und mit Müttern, die darauf völlig versessen sind, ihre Kinder halt unter die Haube zu bekommen. Es ist klasse. Also mir hat es gut gefallen. So, und jetzt zeige ich euch noch ähnliche Bücher. Und das erste Buch, das ich euch zeigen möchte, ist Gail Carriger. Da weiß ich jetzt auch nicht mehr, ob es viktorianisch war. Ich glaube, es war viktorianisch. Ich glaube, irgendwas war da noch mit Queen Victoria. Sie ist jedenfalls eine Dame, wie ihr seht, und sie hat aus Versehen einen Vampir wohl getötet oder aus Notwehr. Sie wird dann halt auch konfrontiert mit diesen ganzen Wesen, die es sonst auch noch gibt, mit Werwölfen und der Werwolf, ich glaube, der eine Werwolf, so ein Alpha-Werwolf, der ist schon ein ziemlich hohes Tier. Ja, ihr wisst schon, ja.
Und sie hat also auch sehr interessante Bekannte. Sie hat halt einen Regenschirm, der hatte, glaube ich, auch eine besondere Bewandtnis. Es ist schon ganz schön lange her, dass ich das gelesen habe. Habe ich das damals noch da reingeschrieben? Ich glaube nicht. Es ist jedenfalls amüsant, es ist eher auf Humor angelegt, hat natürlich auch seine spannenden Momente. Hat mir damals gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es heute auf mich wirken würde. Den zweiten Teil habe ich dann nicht mehr gelesen. Den hatte ich mir noch gekauft, hatte den Anfang gelesen, habe es dann aber drangegeben, weil der mich einfach nicht mehr so begeistern konnte. Aber den ersten habe ich damals wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Dann kommen wir zu Anne Rice, Interview mit einem Vampir. Anne Rice ist ja leider letzte Woche verstorben, aber ihre Vampire werden wohl noch lange durch die Bibliotheken und Bücherschränke und durchs Kino geistern. Ich habe das nie gelesen, ich habe auch den Film nicht gesehen. Sina hat es sowohl gelesen, mehrfach, und sie hat auch den Film gesehen. Ich weiß es nicht, mich hat es, ich bin jetzt mal ehrlich, Anne Rice hat mich immer ein bisschen gegruselt. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe halt ihre Bücher irgendwie ein bisschen ernster genommen. Keine Ahnung, war immer irgendwie so ein Gefühl, wenn ich ein Buch von ihr gelesen habe, hat mich das meistens nachts eingeholt. Ich hatte ja diesen Hexenzyklus von ihr gelesen. Ja, es geht wohl um Louis und ich weiß gar nicht, wie der andere heißt. Es wurde ja verfilmt mit Brad Pitt und mit. Na, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Wie heißt er denn nochmal? Mein Gott. Gleich weiß ich es wieder. Ist ja auch egal. Kirsten Dunst hat auch mitgespielt. Und natürlich ganz klar, kaum geht es Piep für aus und hatte ich es. Es war natürlich Tom Cruise. So, es erzählt halt diese Geschichte von diesen beiden Vampiren. Einer von denen gibt ein Interview. Sie haben noch dieses Mädchen dazu dabei, das ja nie erwachsen wird. Ein bisschen düsterer, denke ich mal. Ihr werdet es sicherlich eher kennen, als dass ich mir hier jetzt was zusammenstotter. So, ein Klassiker. Bram Stoker, Dracula. Das ist ja auch diese Zeit. Regency wahrscheinlich, oder es ist auch Dings, aber auf alle Fälle ja auch noch mit Kutschen und mit diesen ganzen Sachen. Und das Buch ist ja, im Grunde genommen der Grundstock für diese ganzen Sachen ja auch gewesen. Es ist halt der gute Van Helsing. Es war, glaube ich, Van Helsing, der. War es Van Helsing? Oder wie hieß er? Das Draco. Nein, es ist Jonathan Harker. So. Jonathan Harker reist nach Transsilvanien im Auftrag von seiner Kanzlei oder was das war. Und er soll halt für Dracula irgendwelche Sachen erledigen. Dracula will dann auch irgendwann noch eine Immobilie kaufen in London. Er macht sich halt auf den Weg und er führt halt Tagebuch. Und es ist im Grunde genommen auch eine Liebesgeschichte. Es ist für viele, es ist langweilig und langatmig. Ich habe es super gerne gelesen. Es ist halt düster, es ist spannend auf der einen Seite, aber ihr habt halt auch Beschreibungen dieser Reise und so etwas halt dabei. Ich wollte es immer schon wieder gelesen haben. Ich habe es als Jugendliche gelesen. Ich habe mich sehr gefürchtet. Ich habe dann nachts auf das Buch, habe ich immer noch was draufgelegt, so nach dem Motto, nicht, dass er mir da rauskommt. Ich glaube, das hätte ihn nicht gehindert. Aber ich habe es wirklich sehr geschätzt und ich denke, dass ich es auf alle Fälle auch noch mal lesen werde. Dann habe ich von Ulrike Schweikert Das Herz der Nacht. Und hier geht es jetzt nach Wien und es geht um den Vampir Andras Petro Báthory. Es gab ja auch die Blutgräfin, die Báthory, falls ihr das vielleicht wisst, aber das spielt jetzt hier halt in Wien. Es ist das 19. Jahrhundert. Ihr habt da auch diese Ballsäle und so weiter. Und es passieren irgendwann Morde und die versucht jemand halt dem Vampir, glaube ich, anzuhängen. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass ich das Buch gelesen habe. Ulrike Schweikert mochte ich immer sehr gerne lesen, weil ihr immer noch ein bisschen historischen Hintergrund dazu bekommt. Also durchaus auch etwas, wo man vielleicht auch mal ein bisschen googeln kann, sich Sachen halt angucken kann. Darum mochte ich das auch total gerne. So, dann kommen wir zum nächsten Buch. Und wie ihr seht, bei diesem Cover, das wird ein bisschen
anders und vor allen Dingen ist es auch ganz amüsant. Von Kate Saunders, die genial gefährliche Unsterblichkeitsschokolade. Ja, und Spike, diese kleine Ratte und auch hier die Katze, die haben schon eine etwas größere Rolle in diesem Buch. Es geht um Zwillinge, um Oz und Lilly. Deren Eltern haben eine Villa geerbt. Und diese Villa gehörte einmal den irgendwie Großonkeln, die ja eigentlich schon lange, lange verstorben waren, aber auf einmal haben sie jetzt jedenfalls geerbt. Und die Familie hat damals Schokolade produziert. Dass diese Schokolade nicht ganz ohne war, das erfahren die Zwillinge ganz schnell. Die Eltern ahnen davon halt nichts. Ja, und wer bringt ihnen das alles bei? Das ist die Katze, die sprechen kann. Und sie ist auch für andere unsichtbar. Ihr bester Kumpel ist halt die Ratte, Spike. Und die beiden erklären den Kindern halt, dass der eine Onkel immer noch lebt, obwohl er ja eigentlich bei diesem Unfall gestorben ist, angeblich. Und er ist auf der Suche nach diesen Schokoladenformen. Er hat nämlich ein Rezept für eine Unsterblichkeitsschokolade. Darum lebt er auch noch. Und vor allen Dingen, er ist ein bisschen verrückt und er ist nicht der Netteste und er hat wahrscheinlich seine Brüder umgebracht. Das waren nämlich Drillinge. Und er hat versucht, halt seine Schokolade an jemanden zu verkaufen, der es garantiert nicht hätte in die Finger kriegen sollen. Ja, und alle paar Jahre macht er sich mal wieder auf die Suche nach diesen Schokoladenformen. Es ist absolut spannend, es ist abenteuerlich, es ist genial. Also ich habe wirklich, wirklich meinen Spaß mit diesem Buch gehabt. Ihr kommt auch noch an Orte, die man in dem Moment einfach nicht vermuten würde. Unter anderem geht es zum Beispiel nach Jamaika in die Blue Mountains. Ihr geht runter in diese Tunnel der Untergrundbahn in London. Ihr fahrt irgendwo ans Meer. Es ist ein riesengroßer Spaß. Es ist wirklich ein Abenteuer, ein bisschen durchgeknallt mit sprechenden Tieren. Die Katze ist total toll. Die Katze ist, ja, sie steht total auf Make-up. Sie lässt sich gerne die Krallen lackieren. Sie liebt Glitzer, also dieses Body-Glitter, damit schmiert sie sich gerne ein. Sie ist sehr eitel, sehr auf ihr Äußeres bedacht. Spike ist genau das Gegenteil. Er sieht ein bisschen ranzig aus, wenn nicht sogar ein bisschen räudig. Er hat fürchterlichen Husten, ist aber trotzdem noch am Rauchen. Er ist halt, ja, genau das Gegenteil. Aber irgendwie klappt das wunderbar. Ihr habt es auch wieder mit einer geheimen Abteilung des MI6 zu tun. Und es ist ein großartiges Abenteuer, nicht nur für Kinder. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es gibt davon auch noch einen zweiten Teil. Mal gucken, wann ich den in die Finger kriege. Aber es ist wirklich eine absolute Empfehlung für alle, die so ein bisschen schräge Abenteuer lieben. Ich habe jetzt keine ähnlichen Bücher für dieses Buch, weil es, ja, es ist mal was ganz anderes und es hat riesig Spaß gemacht, es zu lesen. Ja, wenn ihr also verrückte Wissenschaftler mit Magie und so weiter, wenn ihr sprechende Tiere mögt und es ein bisschen aufregend mögt, dann seid ihr hier genau richtig. So, und jetzt kommt das nächste Buch. Ich habe mich jetzt eine ganze Zeit lang in München aufgehalten und zwar in dem Haus Dallmayr, Der Traum vom schönen Leben von Lisa Graf. Das ist der erste Teil. Ich denke, es wird eine Trilogie werden. 640 Seiten, ja, das ist schon eine Ansage, aber es liest sich wirklich richtig gut. Natürlich, wenn man Dallmayr hört, ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern ganz, ganz vielen, dann hat man sofort einmal das Prodomo dahinter und das andere diese wahnsinnig schöne Werbung, die ja immer gelaufen ist im Fernsehen. Ich war da noch nie. Das ist sehr, sehr schade. Und vor allen Dingen, es ist ja nicht nur ein Kaffeehaus, sondern es ist ein Feinkostgeschäft. Und das Ganze spielt 1897. Da geht es halt los. Anton. Ich kann mit Randelkofer, diesen Namen finde ich, er ist einfach hier bei uns Preußen halt nicht so geläufig. Also der Anton Randelkofer und seine Frau Therese haben vor
ein paar Jahren haben die halt von Alois Dallmayr das Dallmayr gekauft. Und sie sind sehr fleißig, sehr ehrgeizig. Nur der Anton ist jetzt halt sehr, sehr krank und schwindet immer mehr dahin. Er stirbt dann auch und seine Frau Therese steht auf einmal vor großen Herausforderungen. Vor allen Dingen gibt es da noch einen Schwager, der möchte eigentlich auch ganz gerne einen Fuß in die Tür bekommen und möchte ein bisschen mitmischen, denn sein Laden läuft nicht so gut. Aber ja, die Therese ist eine pfiffige Frau, sie ist ehrgeizig, sie hat auch treue Leute um sich herum und mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Ihr bekommt halt sehr viel von der damaligen Zeit mit, wie das damals war, wie schwierig es war. Bananen kannte ja noch keiner. Holt mal Bananen von La Palma, das war dann schon eine halbe Weltreise, und bringt die dann nach München, damit die da dann auch wirklich schön sonnengelb sind und nicht irgendwie schon braun geworden sind oder sie sind grün und werden einfach nicht gelb. Das waren alles Herausforderungen, vor denen sie steht. Dann das Erbrecht. Die Frauen standen einfach damals noch nicht so gut da. Es waren halt die Männer, die halt zusammensaßen und ihre Geschäftsideen halt ausgebrütet haben. Und der eine hat dem anderen dann halt gerne auch mal was zugeschoben. Und da war man als Frau einfach draußen. Es geht aber nicht nur um Therese und um den Aufbau von dem Dallmayr. Es geht halt auch um ihre Kinder, die sich in verschiedene Arten halt auch entwickeln. Ihr habt einmal den Hermann, der ja später vielleicht auch das Geschäft weiterführen soll, der ein wenig verliebt ist in Balbina, das ist die Nichte. Also damals war es ja nicht ungewöhnlich, dass Cousin und Cousine halt heiraten konnten, aber da gibt es leider auch noch ein Hindernis. Es wird nicht gern gesehen, zumindest im Haus Dallmayr nicht, dass da irgendwie was passiert. Dann habt ihr noch den Jüngsten, der gerne auch Klavier spielt, der mal davon träumt, irgendwann mal nach Hamburg zu kommen und so weiter. Ihr habt die Elsa, die Tochter, die sich überhaupt nicht für das Geschäft interessiert, die auch einen kleinen Hang dazu hat, nicht immer die Wahrheit zu sagen. Und Balbina dann auch noch selber. Und dann gibt es noch den Ludwig, den Lehrling, der nur in Schokolade denkt wahrscheinlich. Es ist einfach eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte. Man kann auch sehr viel nachschauen. Ich habe mir das alles halt gerne angeguckt, ob es das Dallmayr ist oder den Walchensee oder La Palma und ja, alles halt mal, wo waren diese Leute, was steht davon noch, was ist nicht mehr da. Das fand ich alles sehr, sehr interessant und es ist wirklich ein sehr schönes Buch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Es ist in keinster Weise langweilig. Natürlich ist es halt so, dass sich da natürlich auch künstlerische Freiheiten halt genommen wurden. Es ist ja nicht jeder Dialog oder jeder Schritt halt auch wirklich vermerkt und es gibt mit Sicherheit da auch Leute, die halt nicht wirklich dazugehörten. Ich glaube, die Balbina war, glaube ich, auch eher eine Erfindung. Man trifft auch auf prominente Zeitgenossen. Unter anderem zum Beispiel auf Albert Einstein, dessen Vater ja damals ein Geschäft hatte für Elektroinstallationen, also für diese ganzen Lichter. Es wurde dann ja langsam auf Elektrizität umgestellt. Man geht zum Oktoberfest. Es ist einfach ein richtig schönes Buch. So, und jetzt zeige ich euch die ähnlichen Bücher. Ja, so ein Haus wie das Dallmayr gibt es wahrscheinlich nicht so oft in dieser Welt. Aber ich habe mal gedacht, wer war denn auch noch so eine wirklich gute Geschäftsfrau? Und das war Therese Randelkofer damals auf alle Fälle. Und da ist mir eingefallen, Veuve Clicquot, die Geschichte eines Champagner-Imperiums und der Frau, die es regierte. Das war damals ein. Oh. Das war ein Rezensionsexemplar, bevor ich es wieder vergesse. Das war auch ein Rezensionsexemplar. Das ist auch schon wieder, ach, ganz lange her, dass ich das gelesen habe. Und da geht es halt um die Witwe Clicquot. Sie war die erste Frau, die so ein Champagnerhaus dem Vorstand. Sie hat auch maßgeblich daran mitgearbeitet, dass wir jetzt den Champagner so trinken können, wie wir ihn heute gewohnt sind. Es erzählt aber auch von den Schwierigkeiten, wie das damals war mit dem Champagner, dass die Flaschen geplatzt sind, wenn man die verschicken wollte und dass da es immer ein sehr hohes Risiko war. Ja, also das war auch eine absolut brillante Geschäftsfrau, die sich durchsetzen musste in einer absoluten Männerdomäne. Ich habe das damals auch sehr, sehr gern gelesen.
Es war für mich nicht langweilig. Ich weiß nicht, wie es heute auf mich wirken würde, aber damals mochte ich es total gerne. Was ganz anderes, aber auch nur, weil es um Schokolade geht und um Kakao, ist von Andrea Schacht Göttertrank, ein historischer Roman. Dazu findet ihr aber auch eine Einzelrezension. Wenn es dazu welche gibt, werden wir euch das auch immer verlinken unten in der Infobox. Hier geht es halt um ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ist ja auch egal. Auf alle Fälle geht es hier wirklich um Schokolade, um Kakao, um die Schwierigkeiten, das auch zu importieren, was man alles daraus machen könnte. Das ist jetzt aber auch eine fiktive Geschichte, also da ist jetzt nicht wirklich eine belegte historische Person hinter. Ich fand es trotzdem sehr interessant zu lesen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das wäre es jetzt zu dem Haus Dallmayr. Und jetzt habe ich noch ein Buch für euch. Geht gleich weiter. Ja, und ich konnte jetzt mal wieder ein bisschen ein Band abknabbern an meiner Honey Driver Reihe. Und zwar ist es diesmal Mord zur Bescherung Honey Driver ermittelt. Ja, passend zu Weihnachten. Ich habe es wieder sehr genossen. Ich fand es wieder richtig, richtig gut. Ich mag diesen Humor, der manchmal ein bisschen zweideutig ist und diese Plänkeleien. Das ist natürlich klar, wenn man es von der ersten vom ersten Band, das ist jetzt ja Band 8 schon, verfolgt, dann hat man natürlich diese ganzen Personen, diese Hauptcharaktere gut auf dem Schirm, ihre Querelen mit ihrer Mutter, die sie unbedingt verkuppeln möchte, jetzt auch noch eine Partneragentur aufgemacht hat mit Schnee auf dem Dach, also für ältere Leute, alles Ü60, die noch irgendwie den Partner fürs Leben suchen. Und ja, und ihre Tochter, die viel erwachsener ist als sie selber, dann habt ihr natürlich die schöne Liebesgeschichte zwischen ihr und Mr. Doherty, dem Inspektor. Und ihr habt Mary Jane, heißt sie, glaube ich. Das ist eine Amerikanerin, die Dauergast ist in dem Hotel, die mit Geistern redet und gerne spiritistische Sitzungen macht und so etwas. Ja, hier geht es jetzt darum, dass Honey Driver ein bisschen was versemmelt hat. Also ihre Aufträge sind nicht so gut dieses Jahr. Die Belegung und für die Feiern und so weiter ist es nicht so gut gelaufen. Ihre Schuld gewesen. Und da bekommt sie kurz vor Weihnachten noch den Auftrag rein für eine Weihnachtsfeier mit Übernachtung von einem Verlag, auch aus Bars. Und sie ist natürlich hoch erfreut, sie nimmt den an, aber der gute Verleger ist zum Zeitpunkt der Weihnachtsfeier dann leider tot. Man hat ihn festgenagelt mit dem Brieföffner auf seinem Schreibtisch. Und er ist mausetot und kann also auch an der Weihnachtsfeier dementsprechend nicht mehr teilhaben. Das bedeutet natürlich, Honey Driver muss wieder mit ihrem Doherty zusammen ermitteln. Aber sie traut sich auch nicht, ihrer Tochter zu sagen, dass sie eigentlich schon einen Verlobungsring in der Tasche hat. Aber sie schiebt das halt immer noch raus. Das kann ich auch verstehen. Vor allem vor der Mutter würde ich mich dann fürchten in dem Moment. Ich mochte es wieder richtig, richtig gerne. Ich hatte es gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Vor allem, was ich auch toll finde, ist, ihr habt hier immer noch mal hier so noch mal Randnotizen. Da stehen zum Beispiel irgendwelche Begriffe werden noch mal erklärt. Zum Beispiel gibt es wohl bei den Weihnachtsfeiern in England sehr häufig auch ein Pferd, also so zwei Leute in einem Pferdekostüm. Und das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber hier sind wirklich auch gute Anmerkungen. Ach ja, wenn man was sucht, so ist das halt, ist ja auch egal. Auf alle Fälle mag ich das eben, dass sowas auch noch erklärt wird. Der Fall ist auch wieder richtig gut erzählt. Es ist spannend, hat aber sehr viel Humor auch. Also nicht, dass man, wer weiß, wie lacht, aber ein Schmunzeln ist auf alle Fälle immer drin. Und ich mag die Dynamik zwischen ihr einfach und Doherty und auch die Leute, die halt im Hotel arbeiten, die einem natürlich zum Beispiel ihr Chefkoch, der sehr eigen ist, was seine Küche betrifft, da
Sie sind einem halt über die Jahre ans Herz gewachsen. Mir hat es richtig gut und viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt noch einen und dann kommt Halloween. Das heißt, ich muss mich da strecken ein bisschen dieses Jahr, weil den Halloween würde ich dann auch wirklich gerne zu Halloween lesen. Ja, Honey Driver von mir wieder eine absolute Empfehlung für diese Reihe. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich den ersten nicht so gut fand wie die Folgebände, aber das ist ja meistens so, weil man ja erstmal in dieses Ganze eingeführt wird. Also auch eine dicke Empfehlung für die Honey Driver Reihe nochmal. Und dann hat mir Sina rausgesucht als ähnliche Bücher von Anne George. Das sind die Southern Sisters Reihe. Oh, du Mörderische, da geht es klar auch um Weihnachten. Es geht irgendwie auch um eine Galerie und irgendjemand ist eine von den beiden, wahrscheinlich eine Weihnachtsfrau, die, ich weiß nicht, ob sie in der Galerie jobbt oder in diesem Einkaufszentrum. Sina mag diese Reihe jedenfalls sehr, sehr gerne. Dazu gibt es mit Sicherheit auch schon eine Buchvorstellung, das verlinken wir euch aber alles. Ja, ich merke das nur immer, wenn Sina diese Bücher liest, dass sie ein bisschen vor sich hingackert, so ein bisschen. Ja, das passiert immer, wenn sie das liest. So, das andere Buch ist Im Auftrag ihrer Majestät und zwar der Band 6. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, aber Band 6 ist das, aber das findet ihr ja auch unten. Das hört Sina immer über Spotify. Das war jetzt aber ein Rezensionsexemplar. Ich glaube, das hat sie, entweder hat sie es gehört oder sie hat es per E-Book gelesen. Ich glaube sogar, sie hat es gelesen. Ich mag die Reihe ja auch sehr gerne. Ich bin aber nie über Band 4 hinausgekommen. Ich habe die bei Spotify, wie gesagt, gehört und die sind wirklich sehr, sehr gut. Den sechsten kann ich nicht zu sagen. Wie gesagt, hat Sina nur gelesen und da geht es wohl um eine Hausgesellschaft zur weihnachtlichen Zeit, wo der eine oder andere der Gäste halt ums Leben kommt. Ja, dann verabschiede ich mich hier jetzt ein wenig blutig, aber Georgiana von Im Auftrag ihrer Majestät, wenn ihr das noch nicht kennt, dann hört oder lest da mal unbedingt rein. Zumindest die ersten vier Teile fand ich wirklich richtig gut. Die brauchen ein bisschen, manchmal so bis zur Mitte, bis die erste Leiche auftaucht, aber sie sind einfach gut geschrieben. Und sie und Mr. Darcy, da hat man auch noch ein wenig Liebe dabei. Gut, das war es jetzt von mir für euch. Bis zum nächsten Mal.